die eine oder der andere da noch hereinkommt. Aber wir können schon mal starten. Wir sagen ganz ein herzliches Hallo, einen schönen guten Abend an einem weiteren digitalen Montagsrunden-Montag. Wir als Digital City.Wien vertreten durch die Vorstände, vertreten durch alle, die hier mitarbeiten und natürlich die Urban Innovation Vienna als die zentrale Organisation, die hier genau diesen Zusammenarbeitspunkt zwischen der Stadt Wien und der digitalen Privatwirtschaft in Wien sicherstellt und die hier die Möglichkeiten gibt, dass hier Menschen aus der Verwaltung und Menschen aus der Privatwirtschaft, Menschen aus der Forschung, Menschen aus der Wissenschaft, aus der Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten. Denn wir wollen die digitale Entwicklung dieser Stadt und darüber hinaus nicht einfach den Gegebenheiten überlassen. Wir wollen gestalten. Und damit wir gestalten können, müssen wir diskutieren. Wir müssen im permanenten Austausch sein und wir müssen uns die Expertise hereinholen, damit wir in unseren Tagesjobs umso besser interagieren können und für diese Stadt und für unsere Tätigkeit das Maximum im Sinne einer sinnvollen Digitalisierung herauszuholen, durchzuführen. Die Sandra Stromberger und ich dürfen euch ein bisschen unterstützen und einfach nur zwischen den Punkten ein paar Überleitungen geben. Wir zeigen euch auch gleich, was wir heute für euch vorbereitet haben. Wir haben mit Heidrun Meyer-Degruyff und Wolfgang Kassler Expertinnen und Experten aus dem Bereich der kommenden, der aktuellen, der auf uns zusteuernden Gesetzgebungen, legislativen Aktivitäten auf europäischer Ebene. Die Digital Services Act und der Digital Markets Act, und da werdet ihr dann im Detail drauf eingehen, aber nur eine Sicht von uns, von der Außensicht, ist ein weiterer legislativer Akt, der für Europa Digitalisierung sinnvoll gestalten wird, reiht sich ein in eine durchaus jetzt schon Historie, wo mir nur einfällt, E-Commerce-Richtlinie, wir haben Datenschutzgrundverordnung, wir haben jetzt erst Richtung umsetzend gehen, die Urheberrechtsnovelle auch auf europäischer Ebene und vieles, vieles mehr. Und jetzt setzen wir an, um weiter den digitalen Markt und die Services zu gestalten. Und da sind wir schon ganz gespannt und vielen Dank für die Vermittlung hier, dass wir hier mit Expertinnen hineinschauen können. Wir haben dann wieder unsere 3x3-Minuten-Pitches. Was ich noch sagen muss, Nadine, aber das ist wahrscheinlich schon gemacht. Wir nehmen auf heute. Und das ist, glaube ich, der gute Punkt bei der Agenda, damit auch zu starten, nachdem wir jetzt schon aufgewärmt sind. Wir nehmen das deswegen auf, damit wir das in der Community auch denen zur Verfügung stellen können, die gerade jetzt in dieser Stunde keine Zeit haben. Wir kommen dann später noch zu unseren Pitches. Das heißt also, dass wir die Möglichkeit haben, Kurzvorstellungen zu machen. Ganz gespannt heute schon. Ihr seht hier auch schon die Ankündigungen, und da gibt es wieder ein klares Zeitregime, gehe ich dann nachher noch darauf ein. Aber wir wollen in der Stunde fertig werden mit den Themen und dennoch die Möglichkeit geben, in die Tiefe zu gehen. Das heißt, wir testen heute aus sogenannte Breakout Sessions, also dass dann mit den Referentinnen, mit den Expertinnen aus dem Hauptteil und aus dem Pitchteil die Möglichkeit ist, dass ihr, liebe Community, dann noch in die Diskussion gehen könnt, vertiefen könnt, sodass ihr dann, wenn ihr sagt, das ist mein Thema, dann auch nach 19 Uhr hier noch die Möglichkeit habt, zuzugreifen auf diese Expertise. Vielen Dank dafür. Gebt uns Feedback, ob das so für euch funktioniert. Nichts ist beständiger als der Wandel und wir sind bestrebt, immer zu optimieren. Wir schauen, ob dieses Format euch noch besser passt, um die Informationen rüber zu bekommen. Ich freue mich ganz besonders, dass wir wieder die Möglichkeit haben, dass Clemens Himpele, der Chief Information Officer der Stadt Wien, uns hier Grußworte gibt, Begrüßung gibt, vielleicht auch den Kontext setzt und ja, damit auch beweist, wie eng dieser Schulterschluss ist in der Digital City.Wien. Lieber Clemens, darf dir das Wort geben. Ja, vielen Dank, lieber Martin. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich auf den heutigen Abend ganz besonders und zwar deswegen, weil ich mit dem Thema und auch mit den beiden Vortragenden seit 1,5, 2 Jahren befasst bin. Der Digital Services Act und auch der Digital Market Act ist tatsächlich der Versuch der Europäischen Union, der Europäischen Kommission, wenn man so will, eine Regelungsdichte auch in den digitalen Handel hineinzubekommen.
Martin, du hast die E-Commerce Directive angesprochen. Die ist, also wenn ich jetzt sage, wie alt die ist, dann wissen wir auch alle, wie alt wir sind. Die stammt aus dem Jahr 2000. Im Jahr 2000 gab es noch nicht mal ein iPhone, glaube ich. Ja? Jedenfalls gab es noch keine Plattformunternehmen, wie wir sie heute kennen. Und deswegen sind diese Regelungen strikt nachzuziehen. Es gab dazu eine entsprechende, oder es gab dazu ganz viele Konsultationen in den Zeiten vor Corona. Die Älteren erinnern sich, waren wir dazu relativ viel in Brüssel unterwegs. Im Dezember 2019, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat auch der Ausschuss der Regionen aus Sicht der Kommunen dazu eine, oder der Regionen und Städte, eine entsprechende Stellungnahme abgegeben. Der Berichterstatter war der Wiener Gemeinderat Peter Florian Schütz und ich durfte als sein Experte in Brüssel immer dabei sein. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was sozusagen aus dem zarten Pflänzchen von damals geworden ist und freue mich wahnsinnig auf die Debatte heute Abend. Ich halte es tatsächlich für zentral, dass es uns gelingt, in diesen Bereichen vernünftige Regulatorien zu finden, die einfach eine Verantwortung, eine Haftung der entsprechenden Anbieter genauso beinhaltet wie eine Rechtsdurchsetzbarkeit in einem Rechtsraum und auch Rechtssicherheit für die Unternehmungen, die entsprechende Angebote einfach auf den Markt bringen, insbesondere auch für kleinere Unternehmen, die entsprechende Regulative dann hoffentlich auch gut verwenden können. Und der Vorschlag der Kommission liegt auf dem Tisch, wird in Brüssel heftig diskutiert und ich freue mich, dass wir heute auch darüber diskutieren. Viel länger will ich es gar nicht machen. Martin, ich gebe zurück zu dir. Clemens, vielen Dank für den Frame und wir übergeben gleich weiter an die Keynote-Speakerinnen. Liebe Heidrun, lieber Wolfgang, Floor is yours. Wir sind ganz gespannt. Bitte auch um euer Sharen, wenn wir Unterlagen habt. Vielen lieben Dank. Ich bin die Heidi Meier. Der Rest meines Namens ist ein bisschen zu kompliziert und ich leite den Verband für öffentliche Wirtschaft und Gemeinwirtschaft. Falls das nicht jeder kennt, wir sind sowas wie die Regulatoren. Wir dürfen aktives Brüsseler Lobbying machen, ohne uns mit dem Gemeinderat ganz, ganz eng abzustimmen. Wir dürfen frech sein. Wir sind etabliert worden, um in Brüssel Recht auch mit zu begleiten. Das vielleicht als ganz kurzer Anfang. Wir haben, und der Clemens hat es schon gesagt, wir haben eigentlich eine Rechtsgrundlage zur Regulierung der Plattformökonomien, die aus dem Jahr 2000 stammt und die komplett veraltet ist. Die E-Commerce-Richtlinie wurde in einer Zeit geschaffen, da war Amazon friedlich und klein und freundlich und das Gleiche gilt bis zu einem gewissen Grad auch für Google. Alibaba hat kein Mensch gekannt und die Wirtschaft hat uns da einfach vollkommen eingeholt und wir haben rechtlich ein Regularium, das völlig veraltet ist. Wenn wir über das Thema Plattformökonomien sprechen, hört man immer nur ein bisschen die Spitzen. Wenn zum Beispiel der Max Schrems wieder eine Presseaussendung macht, dass es ihm unmöglich ist, irgendwelche Rechte in Brüssel durchzusetzen oder dass es nicht möglich ist, in Irland einen Brief zuzustellen, das Gleiche mit Airbnb in Wien. Und der Grund, warum das so verzerrt ist und so kompliziert ist, ist schlicht und einfach das Recht, so wie es in der E-Commerce-Richtlinie niedergeschrieben worden ist, das ist komplett veraltet und jetzt gibt es eben diesen neuen Versuch der Europäischen Kommission, das auf eine neue Ebene zu heben und wir begleiten das Lobbying technisch. Das heißt, es ist noch nicht in Stein gemeißelt, sondern da ist eine heftige Diskussion und es gibt keinen Grund, warum man sich im Sinne der Stadt Wien, im Sinne der Verwaltung, im Sinne von Demokratie und Transparenz nicht sehr, sehr aktiv an dieser Diskussion beteiligt. Wir haben dazu, und wir ist die MA 23, die Stadt Wien und der Verband für öffentliche Wirtschaft, eine Homepage geladen. Und ich würde jetzt ganz kurz bitten, diese Homepage Fair Digital Europe einzublenden. Denn wir haben einfach gemerkt, dass es ganz, ganz vielen, gerade Plattformen, die nicht so groß sind, dass es ganz vielen Stakeholdern irrsinnig schwer fällt, zu verstehen, was man rechtlich im Digital Services Act und im Digital Markets Act verändern muss, damit endlich eine kleine europäische Plattformwirtschaft entstehen kann, damit der Brief von Max Schrems in Irland auch zugestellt wird und es ein Verfahren gibt mit Facebook, das in die nächste Stufe gehen kann, damit Airbnb und alle anderen auch wirklich jene Informationen teilen, die wichtig sind, damit es ist jetzt ein kleines Beispiel, eine Ortstaxe gezahlt wird oder der Wohnraum nicht künstlich verkürzt wird in einer sehr lebendigen Stadt. Das heißt Wohnraum für die Menschen, die es brauchen und weniger für die Touristen.
Daher haben wir Fair Digital Europe etabliert. Noch einmal mein großer Dank an alle, die das mitgestaltet haben. Das ist eine organische Homepage. Das heißt, da setzen wir wirklich unser ganzes Know-how hinein. Es ist unser Kommunikationsstrang, ist auf Englisch. Und jeder, der wissen möchte, wie man richtige Amendments schreibt, wie man richtig lobbyiert, um zum Beispiel zu erreichen, dass der Brief von Max Schrems auch zugestellt werden kann, kann sich bei Fair Digital Europe schlau machen. Es ist eine Homepage fürs Handwerkszeug und es ist gratis. Wir werden mit Breaking News die nächsten 2, 3 Jahre versorgen. Schlicht und einfach, weil es sehr, sehr kompliziert ist, diese europäischen Gesetzgebungsprozesse zu verfolgen, zu sehen, wo ist das gerade. Und das verstehen wir als eine Servicedienstleistung für eine Zivilgesellschaft, die eine anders organisierte Plattformökonomie möchte. Und in dem Zusammenhang auch ganz wichtig, mir geht es nicht darum, dass man kleine, etablierte oder aufstrebende Firmen, Unternehmen, Ideen killt oder reguliert. Ganz im Gegenteil. Wir sind sehr dafür, dass sich eine europäische Plattformökonomie etabliert. Uns geht es wirklich um eine Regulierung der großen Player, der großen 7 Player. Und schlussendlich wohl auch um die Frage, wo ist die steuerliche Beteiligung von Amazon und Freunden, wenn es zum Beispiel um die Bewältigung der Covid-Krise geht. Denn eines ist klar, Amazon hat nicht unsere Krankenhäuser finanziert. Vielen Dank. Also Fair Digital Europe, Sie können sich, ihr könnt euch da alle registrieren. Es gibt wirklich nur sachlich fundierte Informationen. Und da mehr als die roten Punkte haben wir uns nicht an kampagnenmäßigen Themen herangetraut. Ich würde jetzt ganz gerne meinen Bildschirm teilen und mit meiner Präsentation beginnen, so dass ich das auch irgendwie richtig hinkriege. Dauert ein bisschen. Tadam. Ja. Wie es schon gesagt worden ist, es gibt diesen Digital Services Act und den Digital Markets Act. Das sind eigentlich die Rechtsgrundlagen, die Rechtsvorschläge der Europäischen Kommission, die der E-Commerce-Richtlinie folgen werden. Es ist manchmal nicht so einfach zu verstehen, wo ist die Grenze. Wir versuchen das ganz kurz hier jetzt darzustellen. Wichtig, es fehlt noch ein drittes Element davon, das ist derzeit in noch Prüfbegutachtungen. Dieses dritte Element ist dann eine Regulierung der Plattformarbeiter. Ich denke, in dieser Runde ist es kein großes Geheimnis, dass ich sage, dass es ein bisschen absurd ist, dass diese Fahrradboten für 4, 5 Euro die Stunde herumfahren und als Kunden und nicht als Arbeitnehmer betrachtet werden. Was ist die Grenze zwischen dem Digital Services Act und dem Digital Markets Act? Über den Digital Markets Act wird dann der Wolfgang sprechen. Der Digital Services Act regelt die Pflichten von digitalen Diensten. Ja, danke. Herr Fischer, ich glaube, Sie müssten Ihr Mikrofon ausschalten. Der Digital Services Act regelt die Pflichten von digitalen Diensten als Vermittler zwischen den Verbrauchern auf der einen Seite und den Anbietern von Waren, Dienstleistungen und Inhalten auf der anderen Seite. Der Digital Markets Act geht in Richtung Gatekeeper. Das ist ganz, ganz wichtig in der Unterscheidung. Ich konzentriere mich jetzt nur auf diesen Digital Services Act. Und ich denke, es ist auch immer wieder ganz gut, dass man sich veranschaulicht, wie hoch ist diese Macht der Plattformen. Und ich finde es immer wieder schön, dieses Bild zu zeigen. Also das BIP von Deutschland ist weniger als der Börsenwert von den 5 großen amerikanischen Tech-Giganten. Das heißt, die Deutschen wären nicht einmal in der Lage, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft oder Google mit dem, was sie in einem Jahr zu erwirtschaften, kaufen. Die Steuerraten, und ich denke, das ist eines der großen Dinge, die man zwar jetzt nicht im Digital Markets Act und im Digital Services Act regeln kann, aber auch hier steht der Kommissionsvorschlag an, von traditionellen Unternehmen verglichen mit den digitalen Unternehmen. Hier ist ein Gesetzesvorschlag der Europäischen Kommission vor etwa 3 Jahren gescheitert. Gescheitert an einem Veto von Großbritannien, Irland und Finnland. Ich gehe davon aus, dass es einen neuen Gesetzesvorschlag gibt und dieser hoffentlich nicht scheitern wird, schlicht und einfach, weil die Covid-Krise gezeigt hat, dass Regulierung strengstens notwendig ist und schon längst überfällig ist. Aber was sind jetzt ein bisschen die Probleme,
die wir haben in der E-Commerce-Richtlinie und von denen wir hoffen und für das wir lobbyieren, dass sie im Rahmen des Digital Services Act geregelt wird. Eines der größten Probleme ist das sogenannte Herkunftslandprinzip. Das Herkunftslandprinzip sagt in Wahrheit, dort, wo ein Unternehmen das Headquarter hat, gelten die Regeln. Aus diesem Land gelten die Regeln. Von sonst nirgends. Es ist ganz egal, das muss irgendwo in Europa sein, aber die Regeln gelten im Herkunftsland, aus dem Herkunftslandprinzip. Das große Thema ist, dass die meisten dieser Unternehmen in Irland ihr Headquarter haben und damit das Herkunftslandprinzip aus Irland gilt. Das heißt, sowohl was den Marktzugang betrifft, gilt irisches Recht, als auch was die Ausführung der Dienstleistung betrifft, gilt irisches Recht. Das heißt, wenn wir zum Beispiel oder wer auch immer, wenn man sagt zu Airbnb, liebes Airbnb, du musst dich bitte an die Wiener Vorgaben halten, was jetzt zum Beispiel die Meldung von vermietetem Wohnraum betrifft, dass Gemeindewohnungen nicht über die Plattform Airbnb vermietet werden dürfen, dann sagt das die Stadt Wien in dem Fall Airbnb und Airbnb kann darauf sagen, interessiert mich nicht, weil für mich gilt das Herkunftslandprinzip. Das ist derzeit Recht. Das ist nicht etwas, was wir erfinden. Dieses starke, starke Herkunftslandprinzip ist der Grund, warum Airbnb darauf sagen kann, eh nett, liebes Wien, aber für uns gilt irisches Recht. Und Irland, das natürlich sehr, sehr viel sehr, sehr hohe finanzielle Vorteile hat, weil Airbnb, Google, Facebook und Freunde dort sitzen, sagt, ja, eh ganz nett, aber wir werden einfach einen Brief, den ihr uns schickt, nicht zustellen. Das heißt, wir spielen ein bisschen, und seid mir nicht böse, dass ich dieses Wort verwende, Bullshit-Bingo. Österreich sagt, das ist nicht rechtmäßig. Airbnb sagt, ist mir wurscht. Und Irland sagt, ist mir auch wurscht, weil ich bekomme so viel Geld. Das heißt, eines dieser großen Probleme ist, dass dieses starke Herkunftslandprinzip nicht nur gilt bei dem Zugang zum Markt, sondern auch bei der Markttätigkeit selbst. Das ist übrigens für alle, die ein bisschen im Europarecht verankert sind, konträr zur Dienstleistungsrichtlinie. Was jetzt im Kommissionsvorschlag drinnen steht und was uns durchaus hilft, ist, dass jedes Unternehmen, das über die Plattformökonomie tätig ist, egal von der Größe, eine Kontaktperson bekannt geben muss. Einen Single Point of Contact. Damit sind Plattformen kein schwarzes Loch mehr. Und es gibt einen sogenannten Notice und Action Mechanismus, der da etabliert worden ist. Das heißt, wenn man Schwierigkeiten mit einem Unternehmen hat, vor allem mit den großen Unternehmen hat, gibt es einen Kontaktpunkt, an den man sich wenden kann, vor allem wenn es um illegale Inhalte geht. Nichtsdestotrotz ist das Herkunftslandprinzip immer noch eines der großen Probleme, wenn es um die Rechtsdurchsetzung geht. Fragt einmal den Max Schrems. Das Herkunftslandprinzip ist eines der Gründe, warum das Verfahren mit Facebook schon Jahre, Jahre, Jahre andauert. Das zweite Problem, und auf das bin ich schon kurz eingegangen, ist das Thema Wohnungsmarkt. Das heißt, Wohnungsmarkt ist auch sehr, sehr reglementiert durch das Herkunftslandprinzip. Wir merken einfach immer, immer mehr, dass es in ganz vielen europäischen Städten Gentrifizierung gibt. Es gibt Innenstädte, die sind leer oder die Menschen können es sich nicht mehr leisten, in den Innenstädten zu wohnen. Ist auch ökologisch ein großes Problem, weil natürlich das Commuting länger wird. Auch hier im Bereich des Wohnungsmarktes gibt es zwei Probleme. Das Herkunftslandprinzip, das immer noch sehr stark verfolgt wird. Und das zweite, dass diese Plattformen grundsätzlich sehr, sehr sparsam damit sind und sein können, Daten herzugeben. Das wurde im Digital Services Act nun wirklich etwas vereinfacht. Das heißt, es ist jetzt eine Verpflichtung, und ich rede wirklich nur von den Großen, es ist eine Verpflichtung da, auch Daten zu teilen. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, gerade für Wien, das so aktiv war, wenn es darum geht, Airbnb in einen Kommunikationstool zu zwingen. Das dritte Problem
Was wir haben, ist das sogenannte Hosting Provider Privilege. Das Hosting Provider Privilege sagt eigentlich, wenn ich nur zwei Kunden verbinde, dann bin ich für nichts verantwortlich. Und weil das ein bisschen theoretisch ist, ein kleines Beispiel. Ein Fahrradbote hat oder eine Fahrradbotin hat ein Jahreseinkommen von weit unter 18.000 Euro. Und es ist unter dem Mindestlohnniveau. Aber für diesen Fahrradboten oder für diese Fahrradbotin gelten nicht die allgemeinen, gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen des Plattformanbieters. Da gibt es kein Arbeitsrecht, da gibt es keine soziale Abfederung. Denn eine Plattform, wie zum Beispiel Jam oder auch jede andere, die sieht den oder die Botin nicht als Arbeitnehmer, sondern die sieht ihn als Kunden oder sie als Kunden. Und das kann sie machen, weil es eben dieses Hosting Provider Privilege gibt. Die sagen, das ist ein Blackboard, ich bin einfach nur da, Kunde und Kunde und Kunde finden sich, also das Restaurant, der Fahrradbote, die Fahrradbotin, und der oder die, die das Essen bestellt, und ich habe keine Verantwortung. Das heißt, eines der großen, großen sozialen Probleme, das wir sehen und das sich sicherlich in den nächsten Jahren verstärken wird, ist, wenn die mit der Plattformökonomie verbundenen Dienstleistungen nicht reglementiert werden. Deswegen ist auch die Regelung zu den Plattformarbeitern so wichtig, denn solange die Plattform alle Beteiligten immer nur als Kunde sehen kann und die Rechtsgrundlage oder der rechtliche Schutz, der arbeitsrechtliche Schutz, die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind, wird sich da nichts verändern und man hat natürlich in dem Bereich ganz, ganz viel von Working Poor. In dieser Runde ist es wahrscheinlich auch interessant zu erfahren, dass derzeit ein indisches Startup, zumindest nennen sie sich in Europa ein Startup, Blackbuck, auf den europäischen Markt drängt. Und die wollen das Gleiche mit Lkw-Fahrern machen und Fahrerinnen machen. Das heißt, die sagen, es gibt jetzt nicht mehr einen europäischen Frächter, der einen Lkw-Fahrer anstellt oder eine Lkw-Fahrerin anstellt, sondern es gibt nur mehr Plattformen, auf denen sich Frächter und Fahrerin treffen. Das heißt, hier ist es ganz, ganz dringend, reglementiv einzugreifen. Ansonsten sehe ich eigentlich relativ schwarz für diese Branche und es wird immer mehr einen Kreislauf nach unten gehen, vor allem was die soziale Absicherung betrifft. Von der Ökologisierung des Themas möchte ich gar nicht sprechen. Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch ganz klar zu sagen, eines der Punkte, wo wir uns wirklich durchgesetzt haben im Lobbying, bereits jetzt in diesem Rechtsprozess, ist, dass wir sagen, wir müssen anfangen zu unterscheiden zwischen großen und kleinen Plattformen. Es macht null Sinn, eine kleine Kitchen in Wien genauso zu organisieren und zu behandeln rechtlich, wie es zum Beispiel bei Google und Facebook der Fall ist. Wir merken im Lobbying in Brüssel sehr genau, dass Google und Facebook sagen und Alibaba und wie sie heißen, wir brauchen ein One-Level-Playing-Field. Aber das ist wahnsinnig gefährlich. Es ist ganz wichtig, in der Größe zu unterscheiden, Schwellenwerte zu etablieren, dass nämlich die kleinen europäischen Plattformen sich entwickeln können. Wir haben ganz, ganz wenige europäische Plattformen, die sich entwickeln. Was auch sehr, sehr gut ist, in dem Rechtsvorschlag zum Digital Services Act auf der rechten Seite, da unter den schwarzen Balken, ist, dass es einen sogenannten Digital Service Coordinator geben wird. Das ist ein bisschen sowas wie ein Regulator, das ist natürlich erst ein erster Schritt, aber es gibt einen Kümmerer, der sich auch darum kümmern muss in jedem Mitgliedstaat. Was sehr gut ist, ist, dass es ein Transparenzbeschwerde und einen Meldungsmechanismus gibt. Abgestuft jeweils auf die Größe. Das finden wir auch sehr gut. Die Strafen liegen, das ist typischerweise in Brüssel immer so relativ hoch. Die sind derzeit bei Verstößen, vor allem was jetzt illegale Inhalte betrifft, bei 6% des Umsatzes. Ich habe das aber ein bisschen erlebt in der DSGVO. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wirklich so derartig hohe Strafen ausgesprochen werden, sind sehr, sehr gering. Gerade im Digital Services Act. Ich gehe davon aus, dass die Strafen im Digital Markets Act, über das den der Wolfgang dann sprechen wird, deutlich höher sein werden. Was ist nicht so gut?
Nicht so gut ist, dass das Herkunftslandprinzip zwischen E-Commerce-Richtlinie und Digital Services Act jetzt von der Europäischen Kommission nicht angegriffen worden ist. Das ist eines unserer Punkte, in dem wir sicherlich sehr, sehr stark lobbyieren möchten. Denn analog zum Umweltbereich, wo es ja durchaus möglich ist, dass die Mitgliedstaaten strengere Regeln haben, wäre das auch bei den Plattformökonomien möglich. Das heißt, was jetzt den Marktzugang betrifft, zu unterscheiden und zu sagen, okay, das ist einmal ein Herkunftslandprinzip. Liebes Unternehmen, wenn du in Deutschland gelistet bist, kannst du einmal auf den europäischen Markt gehen. Aber was die Regeln der Durchführung betrifft, kann es auch in den diversesten Mitgliedstaaten strengere Regeln geben. Auch wenn es völlig klar ist, dass das ein gewisses Risiko darstellt. Das Hosting Provider Privilege, das ist das Beispiel vom Fahrradboten, wo ich versucht habe, diesen doch theoretischen Ansatz ein bisschen runterzubringen. Das gibt es immer noch, wird aber drastisch reduziert. Auch im Digital Services Act, wie gesagt, ich spreche immer nur mal vom Kommissionsvorschlag, der Gesetzgebungsprozess beginnt erst. Das heißt, das Hosting Provider Privilege wird reduziert, vor allem dann, wenn man eine verbundene Dienstleistung dazu hängt. Weil das eine ist, eine Blackboard zu sein und das andere ist, dabei zu verdienen, wenn Dienstleistungen damit erbracht werden. Und was wir als wichtig empfinden und was vielleicht durchaus eine Überlegung wert ist, wenn man schon so hohe Strafen etabliert wie 6% des weltweiten Umsatzes, dann könnte man sich vielleicht auch überlegen, dieses Geld dafür zu nutzen, um eine europäische Plattformökonomie zu etablieren. Aber das ist ein bisschen so ein Wunsch, aber ich finde, die Überlegung ist es durchaus wert, das Geld dafür zu verwenden, da Resilienz für Europa zu schaffen. Merkt man jetzt auch in anderen Bereichen, wo zum Beispiel die Carbon Border Adjustment Tax oder der CO2-Handel aus dem Backloading, das sind die 900 Millionen Zertifikate, die die Europäische Kommission zurückgehalten hat, jetzt ganz konkret für ökologische Energieprojekte verwendet werden. Man könnte dieses Geld irrmarken und damit Resilienz in Europa forcieren. Und ich glaube, ich bin schon fertig. Das Handwerkszeug dahinter, die Änderungsanträge, so wie sie formal richtig geschrieben gehören und viele, viele Informationen ist auf unserer gemeinsamen Homepage mit www.fairdigitaleurope.eu dort zu finden. Schlicht und einfach, weil man aufhören muss, dass jeder da sein eigenes Süppchen gräbt, vor allem wenn man jetzt im Bereich der Verwaltung tätig ist, sondern wir leben davon, dass unser Netzwerk vibriert, dass wir unsere Informationen und unser Wissen teilen. Das Geld von Google, Facebook und Co. werden wir niemals haben. Und deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich heute die Gelegenheit gehabt habe, hier zu sprechen, dass Sie die Zeit gefunden haben, mir zuzuhören. Ich habe wie immer viel zu lange geredet. Bin jetzt still. Wolfgang, es ist der Markets Act dran. Vielen Dank, Heidi. Und wir schalten um zum Wolfgang. Vielen Dank für die Informationen und die ganz klare Ausrichtung auch deiner Tätigkeit. Lieber Wolfgang, bitteschön, DMA. Ja, danke, Martin. Danke, Heidi. Ich glaube, heute ist Internationaler Frauentag. Da darf die Heidi auch ein bisschen länger reden. Das ist gut so. Zum Digital Markets Act. Ich sage ergänzend dazu was, weil wir natürlich weder im VWG noch in der EMA23 Wettbewerbsexperten sind. Das ist ein weites Feld und Wettbewerbsrecht füllt ganze Bibliotheken. Worin liegt das Neue im Digital Markets Act? Wettbewerbsinstrumente kennt die EU ja seit Anbeginn, also es noch EWG und EG ist im üblichen Sprachgebrauch. Das Neue liegt darin, dass die EU-Kommission auch schmerzhaft in den letzten Jahren erkennen musste, dass ihr Regulierungsmodell im Bereich der digitalen Märkte nicht funktioniert oder nur sehr unvollständig funktioniert. Was meine ich damit? Die Kommission hat im klassischen Zugang mit den Rechtsinstrumenten, die sie hat, eigentlich immer damit begonnen, sozusagen nach Verstößen zu suchen, hat die festgemacht, hat die dann gerichtsfest vorgetragen und hat dann manchmal verloren oder auch gewonnen.
Wenn sie gewonnen hat, dann war das meistens kein wirklicher Sieg oder hat zu keiner Abstellung des Problems geführt, weil in der digitalen Wirtschaft, also alle, die hier zuhören, wissen das, durch die Netzwerkeffekte, durch das Weiterskalieren, durch das Vergehen von Zeit, Zeit ist ein ganz essentieller Faktor, der oft in der Debatte zu kurz kommt, weil die noch größer geworden sind und entsprechend Strafen oft aus der Portokasse gezahlt haben oder zahlen. Das Regime gilt ja nach wie vor. Also diese Antitrust-Thematik greift da wenig. Die Kommission hat da in den letzten Jahren einige Untersuchungen gemacht. Sie hat auch gesehen, dass sie mit Transparenz- und Fairnessvorschriften und dem Zugang der Selbstregulierung, vor allem bei den großen Plattformen, nicht wirklich einen Stich macht und eher hingehalten wird. Insofern ist der Digital Markets Act eine logische, wenn auch späte Entscheidung der neuen Kommission unter der Präsidentin von der Leyen. Wir haben ja, der Clemens Himpele hat das vorhin erwähnt, wir haben ja im Ausschuss der Regionen vor eineinhalb Jahren eine einstimmige Stellungnahme hinbekommen, die auch das Thema Wettbewerb schon erwähnt hat. Wir haben es damals nicht zum Schwerpunkt gemacht, ist es jetzt auch nicht. Ich sage daher nur einige wenige Worte, worin der Digital Markets Act besteht. Er wendet sich in die Richtung und sagt, wir regulieren jetzt die großen Gatekeeper. Was ist ein Gatekeeper im Rahmen des Digital Markets Act? Das ist das Angebot eines zentralen Plattformdienstes im Digitalsektor, Klammer auf, mit erheblichen Netzwerkeffekten. Wir kennen die großen Gatekeeper alle aus unserem Alltag de facto. Wir haben viele von uns haben ihre Apps am Handy installiert oder nutzen sie mit anderen Devices. Es geht hier um acht konkrete Bereiche. Es geht um Marktplätze, es geht um Suchmaschinen, es geht um soziale Netzwerke, es geht um Videosharing-Plattformen, es gibt Cloud-Dienste, es geht um Cloud-Dienste, es geht um Betriebssysteme, es geht um digitale Werbedienste und es geht um die sogenannten, zuerst das technische Terminus für Webmail und Messenger-Dienste, es geht um nummernunabhängige interpersonelle Kommunikationsdienste. Also um diese Artikel geht es konkret. Und dann hat die Kommission mehrere Kriterien aufgestellt, wie man denn dann ein Gatekeeper wird. Also welches Kriterium muss man erfüllen? Sie haben nur gesagt, man muss drei Kriterien gemeinsam erfüllen. Man muss einerseits erhebliche Auswirkungen auf den Binnenmarkt haben. Die hat man dann, ich lasse jetzt die Zahlen weg, die sind eher hier verwirrend und bringen jetzt nicht viel. Man muss also eine entsprechende Umsatzschwelle im EWR-Raum, also im europäischen Wirtschaftsraum, überschreiten, innerhalb von, gesehen auf 3 Jahre. Man muss eine Marktkapitalisierung erreichen, den Wert sage ich jetzt doch, da geht es um 65 Milliarden Euro. Die Marktkapitalisierung hat einen Hintergrund, weil natürlich die erfolgreichen Geschäftsmodelle, die algorithmisch erfolgreich gestützten Modelle, natürlich das Wagniskapital Investoren anziehen und damit natürlich auch eine gewisse Risikoakkumulation auch verbunden ist, andererseits dazu eben beiträgt, wo das zu dem Algorithmus oder wo das Kapital hinfließt. Fließt das Geld natürlich dann nicht zu den Kleinen etc., die dann übrig bleiben. Also deswegen sagt die Kommission, wir schauen uns da auch die Marktkapitalisierung genau an. Und man muss ein zentraler Plattformdienst in zumindest 3 Mitgliedstaaten der EU sein. Man muss des Weiteren, Kriterium 2, eine starke Vermittlungsposition haben durch das Betreiben von Zugangstoren, also Vermittlungsposition zwischen dem End-User und dem Business-User. Und man muss sozusagen in einer stabilen, Kriterium 3, in einer stabilen Marktposition sein. Das heißt, diese Schwellenwerte
von Nutzern, von End-Usern und von Business-Usern. Bei den End-Usern sind es 45 Millionen aktive Nutzer, müssen erreicht werden. Was hat die Kommission dann hineingeschrieben? Wie geht sie vor? Sie stellt dann Gebote auf und sie stellt Verbote auf im Digital Markets Act. Ich werde jetzt nicht alle vortragen. Ich glaube, das können wir allenfalls dann später noch ansprechen oder in Breakout Sessions vielleicht ein bisschen diskutieren. Ich sage nur ein paar Beispiele, die jeden eingängig sind, dass zum Beispiel gewerbliche Nutzer auf Daten zugreifen können, die sie quasi selber auf diesen Gatekeeper-Plattformen generieren. Ja. Dass es ihnen möglich ist, auch Verträge außerhalb dieses Ökosystems der Gatekeeper aufzusetzen und sozusagen unabhängig zu agieren. Ja. Das ist teilweise sozusagen bestimmte Logins aufzuheben, auch in vertraglicher Hinsicht. Zu den Verboten noch ein paar Worte. Da geht es darum, um ein Beispiel zu nennen, dass eben vorinstallierte Software zum Beispiel nicht deinstalliert werden kann. Also das soll in Zukunft möglich sein. Dass die Selbstpräferenzierung zum Beispiel verhindert wird. Das heißt, dass der Gatekeeper dann eben Produkte zum Beispiel bei Marktplätzen selber anbietet, wo er merkt, huch, die Business-User, die das Produkt X etc. vertreiben, die machen das ja ganz gut und da gibt es eine hohe Nachfrage, das mache ich doch selber und bevorteile mich damit aufgrund dieser Systemkenntnis und der Datenlage, auf die ich Einblick habe. Letzte Worte, all diese Regeln stehen und fallen, das ist für uns insgesamt ein ganz wichtiges Thema mit der Thematik Vollziehung. Die Heidi hat auch darauf hingewiesen, im Wettbewerbsrecht hat die Kommission historisch eine ganz starke Stellung und kann von sich aus tätig werden, dass diese Stellung wird sie auch hier haben. Also sie kann Untersuchungen einleiten, sie kann Strafen aussprechen, und sie kann Sanktionen erlassen und sie kann auch auf Basis, also so stellt sie sich das jedenfalls vor, wenn man den Vorschlag zum Digital Markets Act liest, sie kann durch delegierte Rechtsakte das Recht weiterentwickeln. Ja. DSA und DMA bilden für die Kommission quasi eine Einheit, sind zwei Seiten derselben Medaille. Eines haben wir vielleicht, ich und die Eile noch nicht gesagt, es geht in beiden Fällen, es ist ein Act. Das heißt, es ist eine Verordnung, die unmittelbar geltendes Recht in den Mitgliedstaaten ist. Ja. Was wir noch nicht absehen können, wie das sozusagen mit bestehenden Rechtsmaterien, also sprich nationalen Rechtsmaterien, zusammenwirkt. Also ein Beispiel zu nennen mit dem deutschen Netzdurchsuchungsgesetz. Wie können die in Zukunft koexistieren oder nicht? Eher nicht. Ja. Sagen wir mal, aber wenn man die Diskussionen der Kapitel des DSA 1 und 2 sich anschaut, haben die Mitgliedstaaten noch sehr, sehr viele Fragen unter anderem dazu und wir werden noch sehr viel zu lesen bekommen dazu. Danke. Vielen lieben Dank, Wolfgang. Vielen Dank, Heidi. Ihr habt hier uns, glaube ich, nicht nur die Fakten mitgegeben. Ihr habt uns da nicht nur aufgeschlaut, dass wir am aktuellsten Stand der Situation sind, sondern ihr habt uns auch vermittelt, dass hier ganz viel auf uns zukommt und ihr an vorderster Front hier auch jetzt genau in dieser Zeit, ja nicht irgendwann, sondern jetzt auch durchaus im Lobbyismus für eine sinnvolle Ausgestaltung und für eine sinnvolle Umsetzung dieser Regelungen kämpft. Wir haben das Gefühl bei uns verstärkt bekommen, wie sehr wir als Konsumentinnen, aber auch als Unternehmerinnen hier betroffen sind und natürlich auch als Verwaltung und Organisationen der Zivilgesellschaft, der Wissenschaft und der Forschung. Also da ist jetzt wirklich ein elementarer Punkt in der Entwicklung auch der Digitalisierung nach 20 Jahren einer oligopolbildung da,
wo wir uns wieder als Europa hier zusammenfinden, um das optimal für uns zu gestalten, für uns Menschen, die wir hier Nutznießer dieser Digitalisierung sein sollten. Vielen Dank für eure Arbeit, vielen Dank für euer Engagement, vielen Dank für eure Expertise. Sandra, wir schauen rein in den Chat, da gab es schon das eine oder andere Pointierte, da gab es das eine oder andere als Nachfrage. Wir haben die Möglichkeit, da noch eine Frage mit reinzunehmen. Sandra, bitte. Also ich muss sagen, haben sich die Fragen wieder beantwortet. Es ist das Thema kommen, in welchen Sprachzonen gibt es die Plattformen, ist man die Einzelpersonen, Unternehmen. Er hat das schon zum großen Teil beantwortet, aber ich glaube, es wird da noch spannende Folgediskussionen in den Breakout-Sessions geben. Also ich würde das gleich da in die Richtung weiterleiten. Was ich aber vielleicht noch einbringen möchte, es hat noch kurz in Abstimmung mit der Nadine, die ja programmverantwortlich ist, den Zwischenruf geben, dass der Tom noch eine kurze Ankündigung hat Richtung IoT Austria. Und da würde ich gerne 30 Sekunden Werbeeinschaltung hier anmoderieren, wenn das in Ordnung ist. Das ist aber nett, das überrascht mich jetzt, dass ich jetzt schon drankomme. Ich glaube, ich darf erst nach den Pitches reden. Kurze Einladung an die Runde um die IoT Austria. Ist es ja in letzter Zeit etwas still geworden, seit dem Jahreswechsel doch dann wieder lauter. Wir haben Monatlich-Talks. Wir nutzen ein bisschen die Corona-Situation und machen das alles online. Also es gibt auch einen Nutzen dadurch. Und wir haben uns, glaube ich, ganz gut geschlagen bisher. Ich bin da, dass wir den Bildschirm freigeben und zeige euch die Einladung. Tom, man hört dich nicht. Hört mich nicht. Okay. Ja, man hört Musik im Hintergrund. Ja, jetzt ist die Musik weg. Wahrscheinlich ist das wegen der Verzögerung hier. Hört man mich jetzt wieder? Besser. Besser? Okay. Ich versuche es noch einmal. Ich teile ganz kurz meinen Bildschirm. So. Leider hören wir die Musik immer noch. Ja. Okay. Ich habe aber keine Musik. Da ist überhaupt keine. Seht ihr den Bildschirm jetzt? Wir sind im Bildschirm und es dürfte irgendwo auch vielleicht in der Nähe des Mikrofons jetzt ein Stoff oder so sein. Das ist jetzt mein Verdacht. Jetzt ist es oft besser. Wir machen es kurz. Jetzt ist es gut. Ich stelle dann den Link in den Chat. Ganz einfach, dann sprenge ich meine 30 Sekunden oder meine eineinhalb Minuten nicht mehr. Das ist unser Mittwoch-Talk. Es geht um Security. Wir werden uns mit Firmware Inspection auseinandersetzen, ein etwas technischeres Thema. Wir werden aber auch für den Endnutzer beleuchten, was wirklich sicher ist und was nicht im Internet der Dinge. Also die Message, schaut hier und da vorbei auf unserer Website. Monatlich gibt es Talks. Die Details stehen hier auf der Website. Bitte unbedingt anmelden, dann für den Teilnahmelink. Und damit gebe ich schon Ruhe. Danke für das Wort. Wir haben den Link bitte im Chat geteilt. Tom, könntest du das tun? Das ist super. Danke für den Input. Und ich denke, was die vorherigen Sessions betrifft, waren die Hauptthemen einfach, das Feedback war großes Dankeschön für den Einsatz und einfach nur auch das Thema nochmal mit den Sprachversionen und dass man die Kleinen nicht vergisst. Aber ich glaube, das ist ganz klar aus den Ausführungen rauskommen, dass darauf ja sowieso besonders Wert ist. In der Lobbyingarbeit. Das war's für mich. Dankeschön, bei dir auch ein bisschen abgehakt, zumindest auf meiner Seite. Aber wir haben die Inhalte mitbekommen und jetzt haben wir die Möglichkeit, natürlich auch diese Themen aufzugreifen und als DigitalCity.Wien, als Stadt Wien, auch hier natürlich in den Vordergrund zu rücken. Das ist eine große Aufgabe immer gewesen seit 2014 von DigitalCity.Wien, die Themen auch in die Breite zu bringen. Liebe Heidi, lieber Wolfgang, vielleicht können wir hier auch eine Rolle einnehmen, euch auch im lokalen Verbreiten der Message zu unterstützen. Wir arbeiten hier zusammen. Ihr seid noch da für die Breakout-Räume, wo es hier weitere Diskussionen mit euch ermöglicht. Vielen Dank. Wir springen aber jetzt in die Pitch-Situationen. Wir haben immer 2 Minuten 30, dann kommt ein kleiner Ton und dann sind es immer 30 Sekunden, damit wir genau bei den 3 Minuten bleiben. Aber auch das wieder bedeutet, dass ihr, liebe Community, eine Möglichkeit habt, in die Vertiefung zu gehen mit den Vortragenden aus den Pitch-Situationen, denn auch da wird es Breakout-Räume heute geben. So probieren wir das aus. Hier ein großes Dankeschön
an die Urban Innovation Vienna, das Team von Dominik Weiß und seinen Kollegen, Kolleginnen, die hier das immer wieder ermöglichen. Herzliches Dankeschön von unserer Seite. Wir gehen in die Pitch-Situationen und starten tun wir mit einer Organisation, mit einem Startup, mit einer Firma mit Namen Umadum, die, ja, ich würde sagen, ein Teil der Zukunft der Mobilität sind und hier nachhaltige Mobilität ganz stark auch nicht nur auf einer betriebswirtschaftlichen, sondern auch auf einer emotionalen Seite bedienen. Und die Julia Medina Draxler wird uns da etwas darüber erzählen. Deine 3 Minuten starten, sobald du sprichst, liebe Julia. Okay, wunderbar. Ja, also zunächst einmal einen herzlichen Dank für die Einladung und einen schönen guten Abend. Mein Name ist Julia Medina Draxler. Ich freue mich sehr, dass ich euch heute ein bisschen einen Einblick zu Umadum geben darf. Ich habe euch auch eine kurze Präsentation mitgebracht. So, ich hoffe, dass das jetzt gut klappt. Seht ihr die im Vollbildmodus? Lädt gerade. Ist da. Wunderbar, wunderbar. Genau, also was ist Umadum? Du hast es so schön schon vorgestellt. Vielen Dank dafür schon vorweggenommen. Es ist eine App, die nachhaltige Mobilität belohnt. Also unabhängig davon, ob jemand zu Fuß, auf dem Rad oder in einer Fahrgemeinschaft unterwegs ist, für jeden Kilometer, der zurückgelegt wird, werden Punkte gesammelt und diese Punkte, die können dann wieder im Handel eingelöst werden. Sprich, wir belohnen jeden nachhaltig zurückgelegten Kilometer. Wir haben versucht, bei Umadum 2 Themenblöcke anzugreifen. Das eine ist der ökologische Aspekt. Durch den hohen motorisierten Individualverkehr, Stichwort Pendler, haben wir sehr dramatische Auswirkungen auf Klima und Umwelt. Das heißt, da war es einmal unser Ziel, den motorisierten Individualverkehr runterzubringen und den Modal Split zugunsten von Radfahren und zu Fuß gehen zu verändern. Und auf der anderen Seite auch den ökonomischen Aspekt, den wir auch heute immer wieder schon einmal thematisiert haben, gerade im ländlichen Raum. Und Umadum ist eine Lösung, die ursprünglich aus dem ländlichen Raum kommt, aus Tirol, sieht man ein sehr starkes Sterben der Handelsinfrastruktur und ein Abfließen der Kaufkraft in den Onlinehandel. Und auch hier wollten wir durch diese Punkte, die ja wieder im Handel eingelöst werden, die regionalen und stationären Händler stärken. Wie funktioniert das Ganze? Wir kooperieren mit Unternehmen und mit Gemeinden, haben jetzt aber auch schon die ersten Skigebiete dabei, die ersten Eventveranstalter. Dadurch, dass sie bei uns ein Mobilitätsbudget erwerben, das schütten sie aus an ihre Mitarbeiter und ihre Bürger. Die haben also ein monatliches Budget, das sie nutzen können für Mobilität. Durch die nachhaltige Mobilität wandelt es sich dann eben in Einkaufspunkte und die können wieder eingelöst werden. Was Umadum besonders macht, ist, dass jeder es nutzen kann. Also man muss nicht Teil von einer Community sein. Jeder kann sich das runterladen. Jeder kann sich auch selber in der App Punkte kaufen und jeder kann mit jedem, wenn wir jetzt schon von Ridesharing sprechen, gemeinsam fahren. Und unsere Lösung ist in etwa seit Oktober 2019 am Markt. Wir haben inzwischen über 70 Partner, die bei uns Mobilitätspunkte kaufen und ausschütten und über 450 Einlösestellen, wo man einlösen kann. Genau die 3 Minuten. Und ich freue mich sehr auf Fragen dann in der Breakout-Session. Vielen Dank. Julia, vielen Dank für euer Engagement. Das ist was ganz was Konkretes, was zentral uns betrifft und uns hilft. Das ist nicht nur planen und drüber reden, sondern das ist eine Lösung anbieten und dass sie angenommen wird, das zeigen deine Zahlen. Wir fahren schon auf die weitere Diskussion. Schick trotzdem in den Chat nochmal deine Kontaktdaten jetzt gleich, auch mit dem Link zu eurer Webseite und zu eurer App. Vielen lieben Dank, Julia. Danke, mache ich sehr gern. Danke. Wir gehen weiter zum Bernhard Jungwirth vom ÖRD, einen Mitstreiter rund um sinnvolle Digitalisierung, um Schutz für Schutzbedürftige, um Kraft durch Wissen über die Möglichkeiten und auch die Möglichkeit, die Ombudsstelle in Anspruch zu nehmen. Ein zentrales Organ, deine Organisation seit vielen Jahren. Und wir freuen uns auf deine 3 Minuten, wo nach 2,5 Minuten ein kleines erstes Zeichen kommt über die Klingel, damit wir einfach das Update von dir bekommen, lieber Bernhard.
worum es sich in deiner Arbeit und deiner Organisation momentan dreht, wo die Herausforderungen sind. Bitte schön, Bernhard. Ja, vielen herzlichen Dank. Einen wunderschönen Abend. Bernhard Jung, Geschäftsführer Österreichisches Institut für angewandte Telekommunikation. Wir sind ein privater, gemeinnütziger, unabhängiger Verein in Wien und unser Ziel ist es, die sichere, verantwortungsvolle, kompetente Nutzung digitaler Medien zu fördern. Wir tun das mit einer Reihe von Initiativen, die ich Ihnen hier jetzt vorstellen darf. Zum einen safer-internet.at mit der Zielgruppe Kinder, Jugendliche, aber ganz stark auch deren Bezugspersonen, sprich Eltern, Lehrende, Pädagoginnen, Pädagogen etc. Hier geht es um das Thema Aufwachsen in der digitalen Welt, mit welchen Gefahren, Risiken kann man hier konfrontiert sein, wie da am besten damit umgehen. Zahlreiche Angebote, Workshops in einem normalen Jahr, zwischen 2.500 bis 3.000 Workshops in ganz Österreich, Unterrichtspakete, viele Ratgeber, Leitfäden, Medienarbeit, Vernetzung etc. All das auf www.saferinternet.at. Wir sind hier oft auch in der Rolle, die digitale Lebenswelt junger Menschen zu erklären, tun das zum Beispiel auch mit dem Jugend-Internet-Monitor. Wenn man Probleme rund um das Einkaufen im Internet hat, aber auch zu Themen wie Urheberrecht, Datenschutz, Persönlichkeitsrechtsverletzungen etc., unterstützt die Internet-Ombudsstelle, staatlich anerkannte Verbraucherschlichtungsstelle, kostenlos Beschwerdeanfrage eingeben, www.ombudsstelle.at. Wenn man mit Betrügern zu tun hat, ist natürlich Beratung und Streitschlichtung nicht das richtige Instrument, da geht es um Prävention. Deshalb das Angebot Watchlist Internet. Hier gibt es redaktionell aufbereitete, suchmaschinenoptimierte Warnmeldungen. Gerade in dieser Sekunde des Zweifels, ist das echt oder fake, versuchen wir die Leute zu erreichen, wenn sie in der Suchmaschine nach weiteren Informationen suchen. Watchlist-internet.at. Das österreichische E-Commerce-Gütezeichen ist ein sichtbares Zeichen für seriöse Online-Anbieter. Es ist ein Gütesiegel, das bereits auch seit 2000 besteht und als einziges in Österreich von Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer gemeinsam initiiert worden ist. www.gütezeichen.at. Wir betreiben auch die Servicestelle Digitale Seniorinnen. Da bieten wir nicht selbst Kurse für diese Zielgruppe an, sondern unterstützen diese vielen, vielen Akteure dieser sehr kleinteiligen Bildungslandschaft mit Schulungsmaterialien, Fortbildung, Qualitätssicherung, Beratung, Good Practice Auszeichnung und so weiter. www.digitaleSenioren.at. Und wir haben auch ein Angebot im Bereich angewandte Forschung und Entwicklung, arbeiten gerade zum Beispiel auch an einem Fake-Shop-Detektor mit Hilfe von Machine Learning, einen Safer-Internet-Bot zum Thema Kettenbriefe erkennen und machen immer wieder sehr anwendungsorientierte Studien zu aktuellen Themen der digitalen Welt. Und schließlich noch das Stichwort Kooperation. Es gibt von uns sehr, sehr viele Informationsmaterialien, Inhalte, die CC-lizenziert sind, die auch kostenlos übernommen werden können. Nützen Sie dieses Angebot. Wir bieten Fortbildungen für unterschiedlichste Altersmultiplikatoren, Internet-Ombudsstelle, Streitschlichtung und am meisten freuen wir uns, wenn wir gemeinsam Initiativen entwickeln können. Ich freue mich über Kontaktaufnahme oder dann gleich im Breakout Room. Vielen Dank. Danke dir, Bernhard. Bitte schaut zum Bernhard Jungwirth. Er gibt auch nochmal seine Kontaktdaten und bitte auch die Links. Ganz einfach, es waren viele, aber gib sie jetzt gleich in den Chat, damit wir die Möglichkeit haben, genau das, was aus deinem Bereich kommt, an Unterstützung für ein sinnvolles Internet und eine gute digitale Zukunft hier ansurfbar wird für die Community. Nochmal ein herzliches Dankeschön für deine langjährige, erfolgreiche Arbeit. Liebe Grüße von meinen Kindern, die freuen sich schon wieder, wenn deine Kollegen von Safer Internet wieder in die Schule kommen. Das ist jedes Mal ein Highlight. Und das Schöne ist, dass die Kinder dem Papa dann auch wieder was erzählen können, was er noch nicht weiß und was das digitale Familienleben auch verbessert. Danke an euch. Weitermachen so bitte, bitte und gerne in Kooperation mit uns. Wir schauen rein zum dritten Pitch, zum Ronald Echenberger vom Kompetenzzentrum Digitalisierung und zum Alex Schrems von Resilience Consult. Ihr erzählt uns in 3 Minuten mit einem kleinen Zwischensignal bei 2:30 über Initiative Digitale Meetings und Klimaschutz. Ihr seht heute alles von den Keynotes bis zu den Pitch-Situationen, alles hier Richtung lokaler und internationaler Tätigkeiten, um Digitalisierung sinnvoll und menschengerecht zu gestalten. Ronald und Alois, the floor is yours. Bitte schön. Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Hallo. Ich möchte, ja, der Alois ist auch irgendwo unterwegs. Schauen wir mal, wie sich das ausgeht heute.
Ich möchte euch vorstellen heute Climate, Netzwerk für Klimaschutz und digitale Meetings, eine neue Initiative, die wir gestartet haben und mit Partnern sozusagen weiter ausbauen wollen. So, ich gehe mal gleich rein. Ich hoffe, ihr seht das. Und ja, fangen wir gleich an mit einer Frage. Da wir nur 3 Minuten Zeit haben, werde ich die Antwort nicht abwarten. Ihr könnt es gerne mal in den Chat eingeben. Wie viel hätten wir uns an CO2 erspart oder haben wir uns heute erspart, weil wir dieses Online-Meeting machen im Vergleich zu einem normalen Vor-Ort-Meeting? Ich komme gleich zur Auflösung. In unserem Fall bei einem relativ lokalen Meeting, Online-Meeting, ist das Faktor 20, also 1,3 Kilogramm CO2 versus 26 Kilogramm. Wenn wir sozusagen weiterfliegen, was weiß ich, die Heidi vielleicht in Brüssel gewesen wäre, dann kommen wir gleich mal auf den Faktor 100. Wenn das sozusagen ein globales Meeting oder eine Konferenz wäre, wäre das Faktor 1000. Also da sieht man ein bisschen, welche Dimension da möglich ist mit digitalen Meetings. Wir haben uns überlegt, wie können wir digitale Meetings auch nach Covid-19 etablieren und unterstützen, damit man sozusagen nicht wieder in die alten Muster hineinverfällt und sozusagen diesen wichtigen Punkt zum Klimaschutz auch vernachlässigt. Dazu haben wir zum Start sozusagen eine Umfrage gemacht und interessant ist, 50% der Befragten wissen nicht über die Dimensionen der Klimawirkungen von Online-Meetings Bescheid. Also da gibt es sehr viel Unwissen auch. Über 50% der Meetings können auch nach Covid online stattfinden, haben unsere Befragten geantwortet. Und natürlich gibt es enorme Zeit- und Kosteneinsparungen, wenn man sozusagen auf Online-Meetings setzt. Wir sagen nicht, man soll alles online machen, aber es gibt viele Dinge, die sozusagen mühsam sind, die online sozusagen auch gut abwickelbar sind. Die Ziele unserer Initiative, wir starten jetzt gerade eben mit dieser Studie. Das Hauptziel ist Aufzeigen von Kosteneinsparungen und Umwelteffekten. Und darum und um diese Themen herum wollen wir vernetzen, Daten, Praxiswissen und sozusagen auch Innovationen vorstellen. Der Online-Event-Bereich, der startet jetzt ja sozusagen erst durch. Und da sieht man erst, was sozusagen alles möglich ist. Ich habe mir ein bisschen angeschaut, was für Vorteile und was für Nutzen kann es für Organisationen geben. Wir sind schon fertig. Enorme Investitionskosten. Ohne Investitionskosten gibt es sozusagen Klima-CO2-Einsparungen von -50%. Und natürlich enorme Kosteneinsparungen, vor allem für nach Covid relevant. Alles, was noch, wer noch Interesse hat, sozusagen mehr zu wissen, was wir als nächstes planen, schieben wir in die Breakout-Session. Vielen Dank für die Einladung da und Ihre Aufmerksamkeit. Und wer Fragen hat, gerne dann gleich in der Breakout. Das machen wir, Ronald, das machen wir, Alois. Wir haben diese Möglichkeit. Es wird dann die Möglichkeit geben, mit einem Rechtsklick auf den eigenen Namen sich in diesen Breakout-Raum hineinzugeben. Das schauen wir uns gleich noch einmal an. Wir haben aber noch, bevor wir in alle Himmelsrichtungen bzw. Breakout-Räume hineingehen, um weiter zu diskutieren, haben wir noch 2 Minuten in unserer pünktlichen Stunde. Die eine Minute sage ich einmal ein herzliches Dankeschön wieder an euch und vor allem an die Menschen, die digitalcity.wien möglich machen, stellvertretend für die Stadt Wien, Clemens Himperle und seine Teams. Wir haben von der digitalcity.wien Stefanie Jacobi bei uns. Vielen Dank für die Arbeit im Hintergrund und auch für die Ankündigung, die wir jetzt gleich noch haben, an die UEV, an die Urban Innovation Vienna, Dominik Weiß, Nadine Bergens, Julia Schmeidler, Claudia Kanenier und viele, viele mehr, die hier zusammenarbeiten. Ein Dankeschön von der Sandra und von mir aus dem Moderationseck. Und jetzt schauen wir nochmal hinein auf die Ankündigungen, die wir für euch haben. Ich schalte nochmal um auf mein PowerPoint. Das seht ihr im Überblicksmodus und das ist auch gut so. Wir gehen hinein in, bitte, bitte,
Save the Day, Digital Days 2021, unsere Jahreshauptveranstaltung, unser gemeinsames Main Event. Der Termin ist fixiert, 18. und 19. Oktober. Und die Fragen, die ihr jetzt habt, ob wir uns physisch treffen oder digital, die tun wir ausklammern, bitte. Wir sind da noch ein bisschen zu früh. Was aber klar ist, ist, dass wir alle Eventualitäten und alle Möglichkeiten ausschöpfen und alle Möglichkeiten, dass wir wirklich so eng wie möglich zusammenkommen. Wir hier als DigitalCity.Wien Community, das ist bei uns in Vorbereitung. Wir sichern uns dann allen Linien und Bereichen ab und werden das Allermöglichste tun. Einfach jetzt einmal eintragen, ob wir dann zusammenkommen oder digital oder in Mischformen, das werden wir sehen, aber nehmt euch die Zeit jetzt schon, 18. und 19. Oktober 2021. Und wir haben natürlich auch die nächste Montagsrunde, die machen wir wieder virtuell, 12. April, 18 Uhr, wartet nicht auf Save the Date, jetzt gleich im Kalender eintragen. Und das waren die zwei Ankündigungen, die noch dabei waren. Und ich schalte zurück.